Und nachher holt er hier einen großen Fisch raus, ich sehe es schon. Hier darfst du gefühlt nicht aufhören zu paddeln. Aber garantiert ist für nichts. Leute, ich habe richtig schlechte Nachrichten. Willkommen beim neuen Video auf meinem Kanal. Ich grüße euch. Ihr könnt gern dranbleiben, wir haben heute einiges vor. Die Kajak-Tour beginnt right now, genau jetzt. Mit euch und mit meinen zwei Freunden, Nico und Aimi. So, jetzt haben wir hier schon das erste Loch tatsächlich entdeckt. Sieht man das so gut auf der Kamera? Also, mal gucken. Das werden wir jetzt bei dem Boot gleich machen, weil da ist auf der gleichen Stelle auch nochmal ein Loch. Solltet ihr auch solche Probleme haben, immer was dabei haben am besten, wo man das Material etwas aufbauen kann, aber nicht zu viel, sondern eher behutsam. Weil was weg ist, ist weg. Ja, stimmt. Aber dass der Kleber besser auf dem Material haftet, reibt man das sozusagen einmal auf. Dann einfach den schwarzen Punkt abziehen und drauf damit, ja? Ja, okay, genau. Und dann schön sauber andrücken. Ja, hier fühle ich mich wohl. Heute mit dem Kajak unterwegs, das Intex Challenger K1. Wir sind hinten in Erkner auf dem Wasser. Oh, die Kamera steht nicht richtig. Ich habe hinter mir noch richtig schöne Ausrüstung dabei. Schlafsack, Isomatte, Hängematte, Tarp, alles dabei. Vorne ist mein Essen. Dem einen oder anderen ist es schon aufgefallen. Tatsächlich habe ich jetzt vor kurzem mein eigenes Cap machen lassen mit meinem eigenen Hashtag auf Instagram. Nichts für Faulies. Man kann so Solo-Sachen sind vielleicht noch nicht so meins, aber kommt auch in Zukunft. Jetzt ist halt viel mehr die große Fahrradtour, Kajak fahren. Wir haben eine große Kajaktour im Spreewald geplant. Und genau, jetzt alles sogar im nächsten Zeitraum. Geil. Wir fahren gleich in einen kleineren Kanal rein und sind dann wahrscheinlich ein bisschen mehr von Natur umgeben. Hier ist er. Da plüscht er sich auf. Ah, der hat Bock gehabt. Nach den ersten Startschwierigkeiten hatte ich ja ein Loch. Das haben wir ja gut repariert. Jetzt gucken wir gerade eben noch mal auf die Karte, wo es lang geht. Denn wir wollen heute einen Spot haben, wo wir wirklich alleine sind. Pause gemacht und endlich konnten wir mal ein bisschen alleine sein. Und jetzt geht es hier noch so ein bisschen weiter bis zum Dämmeritzsee. Ja, ist schön, sich einfach mal ein bisschen treiben zu lassen, wenn man die Strömung mit sich hat. Strömung kannst du es ja auch nicht nennen. Wir treiben aber. Naja. Aber Strömungsgewässer wäre bestimmt nochmal eine andere Nummer. Da vorne werden gerade eben die Paddel nochmal ausgepackt. Was machst du denn? Ist nicht dein Ernst. Also Leute, ich sehe schwarz für ihn. Boot hinter dir. Oh. Da kommt auch ein Baby. Bisschen windig finde ich hier. Aber das Wetter heute, bombenmäßig, sage ich euch. Perfekt zum Kajakfahren. Also nicht viel Sonne. Richtig, richtig gut. Auf dem Wasser wird mir eh mal viel zu heiß. Kein Regen, auch top. Ein bisschen Wind, ein bisschen bewölkt. Genau so, wie wir es haben wollten. Perfekt. Nicht viele Leute auf dem Wasser. Oh, Wellenbaby. Oh. Junge. Wenn aus Spaß ernst wird auf einmal. Zeit für unseren Lageplatz. Wir sind hier an so einem künstlich angelegten Kanal. Und werden jetzt hier einfach... Aber pass schön auf wegen den Steinen. Ja, hier werden wir rausmachen und werden einfach vielleicht das alles nach hinten tragen. Oh, Digga, hier vorne ist ja... Ach du Scheiße. Da kommen wir nicht rüber, wa? Nee. Aber wir haben Bootschuhe an, Nico. Dann lass einfach da reintreten, auf die Steine rauf und lass einfach rausgehen. Und dann heben wir die Boote drüber, weißt du? Weil das wird ja ewig sein. Der wird ja überall so sein. So.
Dann steht der Otto sozusagen. Und hier bleiben wir jetzt einfach und gehen dann hier raus. Ja, das feier ich. Das feier ich. Ja, das wurde denn doch leider nichts. Da ist eine Straße. Hier darfst du gefühlt nicht aufhören zu paddeln. Der Wind drückt dich sofort in die Buden hier an die Seite rein. Krass. Krass, krass. Jetzt schon wieder. Scheiße. Aufgehört. Ach, Mann. So, jetzt Lagerplatz suchen und schön genießen, dass wir draußen sind. Nochmal baden gehen vielleicht. Eine gute Idee. Und nachher holt er hier einen großen Fisch raus. Ich sehe es schon. Und ich sehe eigentlich auch schon unseren Lagerpunkt. Punkt. Scheiße. Also ich bin schon ein bisschen geschafft tatsächlich. Meine Arme tun weh, mein Rücken. Aber wir sind da an dem See, wo wir hin wollten. Heißt, wieder mal was geschafft, was man sich vorgenommen hat. Und es ist ein verdammt geiles Gefühl, einfach die Sachen immer hier mit euch so durchzuziehen, wie ich es mir vornehme. Endlich da. Also, ohne um jetzt böse zu sein, aber ich würde gern, glaube ich, oh, ja, hier. Hey. Junge, einfach so passend. Hier wieder am Wasser. Schön Ausblick. Vielleicht klart sich das heute Abend noch ein bisschen auf. Dann haben wir einen guten Blick nach vorne. Hier sieht es ja ganz schön wüst aus. Wir brauchen eigentlich nur die Säge. Und werden jetzt mal hier uns eine Lehne bauen. Und ich brauche auch dafür Holz. So, dann machen wir mal los. Ich denke mal, den hier vorne werde ich safe direkt nehmen. Jawohl. Schön. Der ist trocken. Und wenn ich mir eine Lehne baue, werde ich den zerstückeln sozusagen und mir einzeln aufreihen. Dann mal sehen, was wir noch finden. Ich denke mal, der sieht ganz gut aus. Oh, Spinnweb. Oh, ich hasse es. Oh. Ja, sieht schon fett aus. Geil. Diese Jahresringe. Oh, eine richtig schöne Schnittkante. So, den nehmen wir uns auf mit. Genau, so ungefähr wird dann wahrscheinlich die hintere Konstruktion. Echt anstrengend. Nico hat es schon geschafft. Geile Nummer. So. Und zack. Oh, oh ja, Nico, ich fühl's. Ich fühl's. Mann, jetzt hängt mir das im Gesicht. Oh, geil. Hier schön sitzen, nachher ein bisschen köcheln. Mit dem Blick nach draußen. Wenn die Hängematte hier dann gespannt ist. Auf jeden Fall ein schönes Örtchen. Hier kann man es aushalten, meine Freunde. Für die Fahrradtour habe ich mir zwei, drei Dinge noch vorher geordert. Einmal darunter ist das Afterbite. Das ist so ein kleiner Stick sozusagen für Mückenstiche, wie jetzt bei mir hier vorne. Und ja, das zieht dann kurz ein bisschen und dann juckt es halt nicht mehr. Ich habe hier noch irgendwo einen. Ruhe ich auch mal ein bisschen großflächiger. Riecht halt nach Ammoniak. Und hier habe ich noch einmal das No Bite, das Spray, hautsensitiv. Kann man als Parfüm nehmen oder auch als Mundspray. Also ehrlich kann man halt gegen Zecken und gegen Mücken nehmen. Ist relativ teuer tatsächlich für die kleine Tube, aber naja, helfen tut's auch nicht. Ich habe ja auch Mückenstiche, obwohl ich mich schon eingesprüht habe. Oh. Geil, das Miltec G10 als Kampfmesser ist auch super zum Betonieren. Oder Beton? Beton sagt man, oder? Mhm. Ja, okay, der war jetzt. Dann reiß ich den noch auf. Perfekto. Oh, nobel geht die Welt zugrunde. Kannst du auch benutzen.
Nee, bei mir wird das alles noch so ein bisschen. Ich muss da bei Oma dreckig werden. Brauch mal ein bisschen Holzgeruch. Ich habe ja wieder mein. Zack. Den Kienspan dabei. Und hier ein bisschen Rinde noch von der Birke. Jetzt brauche ich Feuerstahl, habe ich. Und das Opinel. Einfach für den nötigen Schliff. Na, kommt sie. Jawohl. Da ist es. Da ist es. Auf ganz mager wird angelehnt. Mit ganz wenig. Na komm her hier. So, ich habe heute ein bisschen minimalistischer gedacht. Und habe mir hier meinen Feldbecher mitgenommen. Mit 1 Liter Wasser sozusagen. Passt optimal. Für alle Fälle immer den echten Wasserfilter. Der funktioniert genauso wie ein guter, großer, teurer, je nachdem. Und eine kleine Kelle tatsächlich. Richtig gemütlich. Hier das Wasser und hier vorne gibt es für jeden was zu futtern. Mein Reis sollte auch bald durch sein. Achso, und hier wird auch noch gekocht für mich. Also richtig, richtig schön. Tarp ist auch schon mal aufgespannt so ein bisschen. Es ist noch so warm, also Wahnsinn. Alles klar, also es ist jetzt 7:30 ungefähr. Top, top, top. Wird wahrscheinlich eine richtig schöne, wohlige Nacht. Beste Zeit. Essen fassen. Ein Brötchen dazu. Hier wird sogar schon abgewaschen. Mensch, fleißig, fleißig, ey. Ich glaube, ich werde heute nicht alt. Ich werde mich locker bald in die Hängematte hängen. Bin ein bisschen kaputt. Aber ich freue mich auf den Morgen. Ich bin wieder früh wach. Gucke ich mir den Sonnenaufgang an. Das Ganze wird natürlich vor Ort auch regelgerecht abgewaschen. So. Und schon ist der Becher optimalig sauber. Das Travel Eco Soup, also sozusagen die Dusche für draußen, die total biologisch ist. Riecht leicht frisch, ein bisschen minzig, aber auch nach Kokos. Werden wir auf jeden Fall morgen früh mal testen. Jetzt einfach Zähne putzen. Und schön auch mal die Zähne putzen. Bei so einem Ausblick. Ihr seht wieder nichts. Aber den Schwan seht ihr. Der hier direkt vor uns einen Fisch jagt. Wie schön man irgendwie so eine Symbiose mit der Natur ergibt. Wenn man es nur zulässt. Jetzt könnt ihr ein bisschen was sehen. So, ist jetzt schon ziemlich spät tatsächlich. Und wir werden jetzt bald in die Hängematten gehen. Und bald ins Bett gehen. Und morgen nochmal die gleiche Strecke zurück machen. Kannst du meine Richtung kurz leuchten? Ach so, ich hoffe, ihr erkennt mich noch. Ich liege jetzt in der Hängematte. Deswegen ab ins Bett, gute Nacht. Und bis morgen früh. Guten Morgen. Erstmal das einzig wahre. Hashtag nichts für Faulis, Cappy. Unten im angepinnten Kommentar bestimmt auch irgendwann mal hoffentlich Merchandise von mir.
Der erste hat sich rausgetraut. Und der dritte ist endlich wach. Moin. Mhm. Oh, schön. Das heißt, alle wach, alle gut gelaunt. Das ist immer ein altes Morgenmensch mit dem Morgenmuffeln. Naja, also das Loch von gestern ist halt jetzt wieder da. Heißt, wird nochmal eine Reparatur-Session. Und dann hoffen wir, dass der Kahn mich noch die Stunde jetzt nach Hause bringt. Leute, ich habe richtig schlechte Nachrichten. Ich bin mitten auf dem Wasser und habe gerade eben gemerkt, dass es hier hinten pfeift. Habe das jetzt notdürftig nochmal geflickt und es wird wahrscheinlich das Ende der Tour jetzt sein. So, kurzes Status-Update. Wir müssen auf jeden Fall hier ein bisschen aufpassen. Hier sind nämlich noch richtig große Boote heute. Und ich komme kaum voran. Also ich weiß nicht, ob das nur so dieser Placebo-Effekt ist. Aber ich habe jetzt richtig Schiss. Ich fahre so weit am Rand, weil ich denke, dass überall irgendwo noch mal zischt. Ich hoffe natürlich, dass der Humpen mich natürlich bis nach Hause bringt in dem Sinne. Aber garantiert ist für nichts. Deswegen, Oberjahrmann. Boah, bisschen Gewichtsprobleme habe ich hier auch. Gewichtsverlagerungsprobleme, Junge. Und die Wellen, die suppen mir da vorne das Wasser rein. So. Aber irgendwie kann das ja auch noch mal geil sein. So einfach trotzdem weitermachen und den Tag weiter genießen. Sich nicht davon unterkriegen zu lassen. Macht halt auch irgendwie noch mal ganz anderen Spaß, hier mit so einem halb aufgepumpten Boot gegen die Wellen anzukommen. Ah, der Kanal ist noch ganz schön lang und ich merke schon das Wasser von unten so ein bisschen. So, kleiner Tapetenwechsel. Tatsächlich bin ich jetzt einmal gesunken mit dem ganzen Kajak. Scheiße, Mann. Tatsächlich ein komisches Gefühl. Ein bisschen ängstlich war ich, weil es wurde auf einmal alles kalt von unten und ich habe gemerkt, okay. Und in der nächsten Sekunde ist das Kajak einfach schon fast untergegangen. So links, rechts ist Wasser reingekommen. Hab dann schnell mein Dryback noch ins Wasser geschmissen zu Almi, dass der den nehmen kann. Und bin dann einfach jetzt hier zu einem Privatanleger. Hab gefragt, ob ich noch vor zur Straße kann und hab mich durchgelassen, Gott sei Dank. Jetzt das Boot zusammenfalten und damit ist eigentlich das Video vorbei. Ach, das war eine Tour, sage ich dir. Aber selbst dafür war es geil. Vielen Dank, dass du bis dahin dran geblieben bist. Bis zum nächsten Abenteuer. Jetzt kurz mal hinpflanzen und das Essen essen. Nimmst du auf? Darf. Okay. Ah. Das ist sozusagen hier Ende vom Video. Boot kaputt, aber Wochenende trotzdem nicht im Eimer. Jetzt gibt es ein leckeres Backfischbrötchen. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.